Ja, ich fühle mich sehr geehrt, diesen Preis bekommen zu haben, eine kritische und mit Sachkenntnis ausgestattete Jury zu überzeugt zu haben von der Art und Weise, wie ich mit dem Thema umgegangen bin, nämlich die Frage sich zu stellen, die Ökonomisierung der Gesellschaft und die Ökonomisierung des Individuums, wie wirkt sich das auf die Landwirtschaft aus? Und habe versucht, den Zusammenhang herzustellen zwischen Land und Marktwirtschaft. Ein Landwirt ist heutzutage in erster Linie ein Marktwirt und habe durch den jungen Landwirt Thilo Erdmann im Weserbergland erleben dürfen, Tag für Tag, 10 Tage lang, was es bedeutet, quasi Manager eines mittelständischen Unternehmens zu sein. Habe zum einen sehr, sehr viel gelernt und zum anderen enormen Respekt gewonnen vor dem Alltag der Arbeit und der Fähigkeit und Effizienz eines Landwirtes im Jahre 2009. Und deswegen bin ich sehr froh, diesen Preis bekommen zu haben.